Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Und der Gast aus Lippstadt eröffnet die Begegnung in den weißen Trikots von links nach rechts. Rot-Weiß Aalen ganz in Rot von rechts nach links. Mit dem Fehlpass. Und zu schließt sich an. Auch ein Fehlpass. Da ist Holkamp. Heilbauer. Mit dem Schuss. Und damit ist das erste Mal gefährlich. Aber Robin Brüsicke taucht ab und kann den Ball festhalten. Mazzolo stellt seinen Körper hier klasse rein. Da ist André Day. Latte. Nicht drin. Riesengelegenheit für Rot-Weiß Aalen. Nachdem sich Gianluca Mazzolo bärenstark durchsetzt, ein Körperklasse reinstellt. Wir sehen sie nochmal. Richtig gut. Sieht den besser positionierten André Day. Der nimmt den Ball direkt. Und viel knapper kann es nicht sein. Unter Latte und der Ball springt wieder raus. Wäre das 7. Saisontor gewesen, bereits von André Day. Jetzt aber nochmal Lippstadt. Mika allein vor Brüsicke. Marvin Mika 0-1. Marvin Mika völlig frei vor Robin Brüsicke, schiebt ihn ins lange Eck. Und der Gast aus Lippstadt führt hier nach knapp 20 gespielten Minuten. Abstimmungsprobleme da in der Hintermannschaft. So frei darf er niemals zum Schuss kommen. Aus relativ spitzen Winkeln mogelt er die Kugel ins lange Eck. Und Rot-Weiß Aalen wird sich denken, bitte nicht schon wieder. Sie müssen wieder einem Rückstand hinterherrennen. Und der SV Lippstadt macht hier aus seiner zweiten Chance sein erstes Tor. Marvin Mika wird am 20.03. 22 Jahre alt, beschenkt sich hier jetzt schon mit seinem ersten Treffer. André Day am ruhenden Ball. Der kommt gut vors Tor. Und der ist gar nicht so ungefährlich. Gute Kopfballgelegenheit von Tobias Reitmeier. Hier nochmal die Wiederholung. Tobi Reitmeier viel zu frei und unbedrängt kommt er da an den Ball. Aber kriegt nicht ganz so viel Druck auf die Kugel und verfehlt das Tor. Day, Fehlpass. Altun versucht es wieder schnell zu machen auf Mika, der vorne schon gelauert hat. Aber ein Aalener Bein kommt dazwischen. Mika mit Altun, macht er richtig gut, Marvin Mika. Yasin Altun lässt Day ins Leere rutschen. Flanke kommt vor das Tor. Aber Heisold kriegt keinen Druck auf den Ball. Oh, kein guter Ball zu Mika. Da ist Phil Heilbauer. Kontermöglichkeit. Heilbauer gegen Kalat. Und Schwarzig kommt zur Hilfe. Der Ball aber wieder bei Mika und Brüsicke. Das geht viel zu einfach. Kapitaler Schnitzer. Lippstadt macht das grundsätzlich gut. Dann dieser Ball eher zufällig. Wieder bei Mika und Robin Brüsicke macht das klasse und bewahrt seine Mannschaft hier vor dem nächsten Gegentor. Eckball für Lippstadt. Ball kommt kurz auf den ersten Pfosten. Da wird es ungemütlich vorm Kasten von Brüsicke, aber er ist zur Stelle und kann den Ball aufnehmen. Jetzt versucht er schnell zu machen. Abwurf Richtung Davutuma. Der sucht das 1 gegen 1 gegen Phil Heilbauer. Da kommt Almoro zur Hilfe. Tuma gegen 2 gegen 3 kann zumindest den Freistoß für einen rausholen. Während wir hier nochmal auf die Ecke raufschauen. Der Ball rutscht da durch. Ist auf einmal 3-4 Meter vorm Tor. Und dann ist Robin Brüsicke da, wo er sein muss. Und pflückt sich die Kirsche. Wird hier wieder früh attackiert. Die Hintermannschaft von Rot-Weiß Aalen im Spielaufbau. Reitmeier wird angelaufen von Mika. Brüsicke auf Zus. Heilbauer versucht den Ball zu stibitzen von Twarzig. Dem gelingt das auch. Heilbauer mit dem Abschluss. Ball kommt auf den ersten Pfosten. Wird lang und länger, das Borgmann. Kommt aber nicht mehr entscheidend an den Ball. Das Foulspiel. War das innerhalb oder außerhalb? Außerhalb.
sagt der Schiedsrichter. Dass es ein Foul war, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Wir sehen es gleich nochmal. Aber ja, knappe halber Meter außerhalb des 16-Meter-Raums. Freistoßentscheidung also richtig. Bulut scharf vors Tor. Wieder eine ganze Menge Gefahr. Kevin Carlert kommt aber nicht mehr so richtig an den Ball. Beziehungsweise doch tut er, aber nicht so, wie er es sich gerne gewünscht hätte, weil er einfach entscheidend noch gestört werden konnte. Aber jetzt eben hier gekommen für Zus. Und bisher macht auch einen guten Eindruck, Yannick Borgmann. Jetzt aber nochmal die Möglichkeit für Rot-Weiß Aalen. Und den erwischt Hüseyin Bulut nicht richtig. Aus 3-4 Metern vor dem Tor war vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass der Ball dann auch bis zu ihm durchrutscht. Flanke hier genau dahin, wo er hinkommen muss. Und dann ist der Ball auf Hüfthöhe gefühlt, sodass Hüseyin Bulut da nicht mehr den Schlappen vernünftig hinterbekommt und den Ball nicht mehr final aufs Tor bringen kann. Heiserholt, Reitmeier verschätzt sich da. Finn Heiserholt hat Platz. Immer noch Platz. Finn Heiserholt. Und Patrick Twatzel kratzt den Ball von der Linie. Tuma setzt sich da durch. 1 gegen 1. Bulut kommt dazu. Und den muss er nur ins Spiel bringen. Dann brennt hier lichterloh vor dem Lippstädter Tor. Aber der Konter verpufft. Hier nochmal die Szene. Macht das klasse. Läuft völlig allein auf den Verteidiger zu. Und der stiebitzt ihm die Kirsche einfach vom Fuß. Wenn er den Ball zu Bulut bringt, ist das die ganz große Möglichkeit auf den Ausgleich. Ball gegen Altun und Matta macht das richtig gut. Stark, gut geöffnet auch das Spiel. Da ist Davut Tuma mit dem Flankenball und Edskara mit der nächsten sehr, sehr guten Möglichkeit. Twarzig macht das hier überragend im Mittelfeld. Dann die Flanke ebenfalls genau da an, wo sie muss. Und Gian Edskara mit der Direktabnahme neben das Tor. Hallbauer mit Mika. Matta kommt mit. 2 gegen 3. Mika auf Matta. Henry, Matta, 0-2. Ein mustergültiger Konter des SV Lippstadt. Durch Marvin Mika und Henry Matta, der hier vollstreckt. Keine Chance für Robin Brüsicke. Hier schauen wir uns nochmal. 2 gegen 3. Genau im richtigen Zeitpunkt den Ball gespielt zu Henry Matta, der hier mit einem satten Abschluss ins lange Eck vollstreckt. Und so haben wir eine knappe Viertelstunde vor Ablauf der regulären Spielzeit. Eine Herkulesaufgabe für die Hausherren aus Aalen. Twarzig. Altun ist zur Stelle. Wieder die Kontermöglichkeit. Yassin Altun. Gegen 2, gegen 3. Borgmann eilt hinterher. In der Mitte wartet Lee. Der bekommt den Ball auch. Lee gegen Brüsicke. Gerrit Kaiser. Und das 3-0. Die Entscheidung durch den ehemaligen Aalener. Lee macht das hier bärenstark, uneigennützig auf den eingewechselten Gerrit Kaiser. Der hier einschiebt und somit misslingt das Heimdebüt von neuem Coach Markus Kaya. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja,